die Schuberts. Ein glorreiches Geschlecht. Und so soll es zu Ende gehen. Sie verstehen meine Sorgen doch. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche heißt Schubert in Love. Hier, Fadi, habe ich für dich selbst gekauft. Brauchst du einen Quatsch nicht. Also, beim Musical. Beim Musical geht's jetzt wirklich richtig vorwärts. Michael Haubold, der sich Olaf Schubert nennt, in der Heute-Show als bissiger Politkabarettist auftritt, beim MDR dagegen in der Reihe Olaf verbessert die Welt den Polunder-Kasper gibt. Der erste Kinofilm mit Olaf heißt Schubert in Love. Mein Leben lang habe ich versucht, dir was beizubringen und du machst Operette. Musical. Der Typ ist um die 40 plus, ist ebenso dauerpubertär wie asozial. Kann und weiß wenig und davon viel. So macht man heute Millionen. Sicher doch. Und mit dem Geld kann man was bewirken. Forschen, Frieden stiften, Hunger abschaffen. Weltweit, mindestens. Du willst einen Hunger abschaffen. Ja? Siehst doch selber aus wie ein äthiopischer Albino. Will mit einem Musical-Titel Der letzte Löffel die Welt verbessern. Während sein Papa, gespielt von Mario Adorf, auf Fortpflanzung setzt, von wegen Sippenerhalt. Du bist ein Schubert und leider der Letzte. Du schuldest der Welt etwas. Also gründe eine Familie, damit ich endlich meine Enkel kriege. Ach, diese Leier wieder. Außerdem aber ist dieser Spinner, Hirni, Egomane und Nichtsnutz auch als Sozialarbeiter beim städtischen Sozialzentrum in Dresden tätig. Gut, wir befinden uns in Sachsen, da glaube ich das halt mal. Ich meine, Sie haben sich doch da selber reingeritten. Ja, ich konnte doch gar nichts machen. Ich habe keine Arbeit und keine Wohnung und jetzt habe ich auch noch Diabetes. Ich. Wie bitte? Na, und wenn Sie Hilfe brauchen, wirklich, ich bin immer für Sie da. Ja, aber ich hab doch... Ich! Schon wieder ich. Nee, mal ganzheitlich betrachten. Helikopteroptik. Was besser, wen haben wir hier? Einen asexuellen Vollidioten mit Dauerhang zum Größenwahn, der nichts auf die Reihe kriegt, dies aber ständig behauptet. Und der nun ein Mädel braucht. Herein. Richtig schön. Hm? Haben Sie Freunde? Nee, warum? Dann übernehme ich Sie. Also, auf in den Verkehr. Auch alles andere als komisch. Der Film Schubert in Love ist eine voll blöde, weitgehend dusselige, unangenehme Nummernrevue-Scheiße dieses sächsischen Comedian Olaf Schubert. Dauerverkrampft, mit nur behauptetem Humor, zum kompletten Fremdschämen, mit schwachem Sinn, als kreuzlangweiliger Shit-Klamauk. Und politisch, in der Sozialarbeiternummer, geradezu eklig, mit schlimmem Irrsinn. Das pure Doof- und Dummgebräu. Der Film Schubert in Love ist ein Unterhaltungsdesaster. Ein halben Pöni für den bemitleidenswerten Mario Adorf. Mehr gibt's nicht. Ihr wisst ja, wir freuen uns über einen Daumen hoch. Weitere neue Kinofilme in dieser Woche. Elvis und Nixon. Köstliches historisches Verbal-Entertainment. 4 Pönis. Sing. Eine Casting-Rockshow mit menschlichen Animationstieren. 3 Pönis. Office, Christmas Party, ein neues Hangover-Feeling zu Weihnachten, 2 Pönis. Salt and Fire von Werner Herzog mit Veronika Ferres als forschende Professorin, 2 Pönis. Jacques, Entdecker der Ozeane, das französische Biopic über den legendären Meeresforscher Jacques Cousteau, 3 Pönis. Ausführliche Kritiken dazu und überhaupt weitere Filmkritiken findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.pönack.de. In der nächsten Woche arbeiten wir uns filmisch an der zwischendurch Star Wars Episode ab, Rogue One, A Star Wars Story. Bis dann! Ciao!